Also zunächst mal muss jedes Bild sich selbst präsentieren. Das heißt, es hat seine Form gefunden. Das kann der Bilderrahmen sein, das kann die Leinwand zunächst mal sein, dann der Bilderrahmen, das kann ein Podest sein, das kann eine Größe, eine Dimension, das kann eine Attraktivität, das kann eine Effekthaftigkeit sein und so weiter. Das heißt, jedes Bild, jede Formulierung im wörtlichen Sinne hat eben nur dann einen Sinn, wenn es eine Formulierung ist, wenn eine Form gefunden wurde für eine Wahrnehmung, eine Fragestellung, einen Gedanken, eine Handlung. Und diese Handlung als Formulierung braucht einen Raum. Und dieser Raum ist definiert durch die Präsenz dieser Formulierung. Wenn ich jetzt mehrere Bilder habe, habe ich sofort eben das, was ich eben Diskurs gesagt habe, ja, eine Nachbarschaft. Ja? Das heißt, hier gibt es eine Wahrnehmung, die von dort nach dort oder gleichzeitig ist. Wenn ich eine von dort nach dort will, brauche ich einen Abstand. Wenn ich eine Gleichzeitigkeit hin, brauche ich keinen Abstand, dann muss ich den verringern. So entwickelt also die Ausstellung als Ausstellung in der Präsentationsform eben eine Formulierung eines Diskurses, ja, der durch die Präsentation, durch die Hängung möglich ist oder eben auch unmöglich gemacht wird. Ja. Bis hin zu der Reihenfolge, ja, die auf die Weise bestimmt ist, was zeige ich vorne nach hinten, was sehe ich wann wo, was sehe ich gleichzeitig, was nicht. Ja. Bis hin zu der Frage, inwiefern dieser Diskurs dann eine Lösung oder eine These oder eine Fragestellung insgesamt ist. Also wie weit wird durch den Diskurs, durch die Präsentation, die Position des Künstlers und damit eben die mögliche Positionierung des Betrachters möglich. Ja? Also so muss ich mir als Ausstellungsmacher immer überlegen, was zeige ich es, wie entsteht eine Diskussion dadurch. Wie ist die Wahrnehmung dieser Diskussion möglich? Wie ist die Beteiligung durch das Durchgehen möglich des Betrachters? Und welche Diskussionen, das sind dann mehrere, sind am Ende dieses Diskurses, des Durchlaufens im wörtlichen Sinne, vorhanden? Und wenn ich eine Führung mache, dann durch eine Ausstellung, dann ist es genau das Konzept. Ja? Sodass am Schluss eine Fragestellung da ist, ein Überblick, eine Positionierung, die meistens dahin endet wie bei einem Film, dass ich sehr beeindruckt bin, dass ich angesprochen bin, erstmal nicht so richtig weiß. Mit anderen Worten, ich muss mich finden, ja, um mich positionieren zu können. Da ist es immer sinnvoll, eben einen Kaffee zu trinken und dann wiederzukommen.